Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno 2205. Wir schauen wieder ein bisschen einen Ticken rein. Letzte Folge war ein bisschen holprig, jetzt aber vielleicht mal mit ein bisschen mehr Liebe. Wir brauchen 70 Superlegierungen, das wird schon eine ganz teure Nummer. Wir müssen hier auch mal gucken. Ich hab hier unten. Wir müssen mal kurz auch wieder in auf See muss man das Ruder immer fest. Ja. Wir laden hier Nanokeramik. Habe ich jetzt schon wieder Bauchschmerzen. Da mal auch echt ganz fies viel Überschuss. Bauoptionen erweitert. Gucken wir mal, ob wir das holen können. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht. Aber wir können mal schauen, ob wir da was kriegen. Haben wir da was? Weiß es nicht. 50. 10 von 50 Nanokeramik haben wir hier. Das reicht noch nicht lange nicht aus. Wir haben hier unglaublich viele Bevölkerungen, also Bevölkerungsanteile. Für Sie habe ich immer Zeit. Okay, wir brauchen mehr Gebäude. Wir haben aber, glaube ich, hier die Möglichkeit. Wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem erobert. Ich bin mir ganz sicher. Okay, wir können hier nicht mehr weitermachen. Es geht nicht, weil die Bevölkerung hier bis zum Maximum hochgedrückt ist. Von hier oben hat man einen großartigen Blick auf eine großartige Stadt. Auf eine großartige Welt. In unserer Skyline der Liebe, Freunde. In unserer absoluten Skyline der Liebe. Das ist echt episch. Ich muss mal einen Berg hoch. Leider fehlen mir da noch ein paar Gebäude dieser Größenordnung. Das fehlt mir schon ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz immer wieder gut für ein Bildchen. Egal welche. Ja, ich würde sagen, also die Stadt hier ist optimal ausgebaut. Da geht auch nichts mehr. Das würde ich ganz gerne in der Wirdischen Bucht auch starten. Verbinde mit Wirdische Bucht. Wie schaut's da aus? Ja, Qubit-Prozessoren, da müssen wir halt echt mal ein bisschen Luft nach oben bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt mal in die Einwohner einen kleinen Spaß investieren. Weil die sind halt wirklich, da hängt's halt auch ganz, ganz gewaltig. Wobei, wir haben hier 17.000 Einwohner, das ist jetzt nicht gerade schlecht. Ne? Also man muss das ja mal sehen, wie es ist. Das ist nicht schlecht. Allerdings sind diese Einwohner... Es ist ein guter Tag. Umso besser... Genau, sind diese Einwohner, bräuchten wir halt auch enorm viele Summen, um die weiter auf nach oben abzugraden. Und jetzt fehlt uns da Bewohner. Warnung, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Genau, und jetzt kommen wir langsam hin. Jetzt füllen die nämlich ihre Bestände wieder auf und damit können wir nämlich kontinuierlich hier weiter produzieren. So, jetzt... Wie gesagt, jetzt kann es wieder alles mal ein bisschen nachrutschen. Wir schieben ja da auch wahnsinnige Mengen her einfach. Genau. Und jetzt kriegen wir auch endlich wieder mal ein bisschen was nach. Neue Stufe. So. Gleich neue, immer schön neue Bewohner nachziehen. Das muss jetzt rollen hier, das ganze Ding. Und jetzt fehlen natürlich auch gleich die Manager-Sachen, wie jetzt zum Beispiel eine U-Bahn-Haltestelle oder sowas. Das wollen die halt jetzt auch haben, ne? Aber das kriegen sie ja auch. Wir sind ja keine Unmenschen. Wir sind ja freundliche Immerhin Menschen. Ist es vorzeigbar. Oh oh, die schaut mich schon so böse an. Ich hab das gesehen. Sie hasst mich. So. Was soll denn das heißen? Immerhin ist es vorzeigbar. Willst du mich wohl verarschen? In unserer Stadt der Liebe gibt es hier auf jeden Fall noch mehr Liebe. Ja, das war's mit den Superlegierungen. Wo ist der Mond? Der Mond. Ist das ein Bus? Ich glaube, es ist ein Bus. Das ist ja geil gemacht. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie schön ist deine Polizeistation. Nice, richtig gut, ey. Das gefällt mir jetzt schon wieder. Unsere City bei Nacht,
Auch das richtig geil vorzeigbar, kann man sagen. Aber jetzt brauchen wir, wie gesagt, wir müssen hier mal wieder ein bisschen sparen. Sparen. Was brauchen wir hier? Kubit, ne? Ja, können wir lassen. Wir können jetzt, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld, um hier... Einem Unternehmen sollten nie die Aufträge ausgehen. Ich könnte dir helfen, welche zu bekommen. Nee, bring mir Petros. Die brauche ich viel dringender. Wir machen mal diese Mission fertig. Mal gucken, vielleicht gibt es dafür irgendwann bei Petrochemikalien. Ihre Entscheidungen sind gut und ihre Ergebnisse sind sogar noch besser. Sehr schön. Ah, da sind sie ja. Sie sind viel unterwegs, nicht wahr? Egal, ich habe da einen Job für Sie, mein Freund. Wie willst du das schaffen? Hast du Petros? Hey, danke, dass du vor... Okay. Zwei. Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Wir brauchen diesen Haumhafen. Ich brauche den so dringend. Achtung, das kann ich gar nicht Unterversorgung sagen. Mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Warte mal, wir produzieren jetzt auf jeden Fall mega viel Legierungen. Da sollten wir unsere Produktion vielleicht mal so einen Ticken anheben, aber so, dass es halt preislich noch akzeptabel ist. Sortiere Daten. Objektprofil wird aktualisiert. Genau. So, dann können wir mit den Dingern erstmal ein bisschen leben. Jetzt brauchen wir natürlich noch die letzten 10 Petrochemikalien. Und dann kommen wir hier vielleicht auch mal aus dem Keller raus. Und dieses Ding... Produktionsrate. Eine Bohrinsel. Ich werde bescheuert. Die bringt uns Petros. Ja, also ich will die Petros haben. Gib mir Petrochemikalien. Wir setzen normalerweise keine Gewalt ein. Aber diesmal fordere ich Sie ausdrücklich dazu auf. Okay, Freunde, auf in die Schlacht. Auf in die Schlacht. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen die Chemikalien und zwar brauchen wir die jetzt. Eine Mission muss gehen. Die müssen wir jetzt einfach mal hinter uns bringen. Und keine Minute zu früh. Die Orbital Watch. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Wie immer. Sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Und trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Ganz ehrlich. Du wirst dir wünschen, niemals einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. Ja, sein oder meine? Ich weiß jetzt nicht, was er meint. Grünes Licht! So, lass mal schießen. Koordinaten bestätigt. Jetzt gucken wir mal, ob wir die von der Seite hier auch beschießen können. Das wäre natürlich episch. Ziel bestätigt. So, machen wir nämlich hier gleich wir mal ein bisschen... Beschossen. Ah, die schießen zurück. Da kommen sie. Oh, 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 oh. Reparaturdrohnen. Die müssen wir beschützen. Alle zum Einsatz. Gib's ihnen dreckig. Gib's ihnen dreckig. Im Gange. Auf nach vorne. Auf nach vorne. Bestätigt. Nein! Oh, Mann. Selbstreparatur so. Läuft. Roger. Koordinaten bestätigt. Ziel bestätigt. So. Graphen nehme ich halt auch immer gerne. Roger. Volle Kraft voraus. Energieschilde aktiv. Okay, bring die mal weg. Hier unten haben wir natürlich auch eine Möglichkeit. Da müssen wir aber, glaube ich, gar nicht hin. Warte mal kurz. Verstanden.
Im Prinzip ist es ganz einfach. Im Gange. Im Prinzip ist es ja ganz einfach. Wir haben ein Sicherheitsproblem. Diese Angelegenheit... Okay, hier kriegen wir ganz viele Missionen. Ich hätte da einen Job für dich. Okay. Dieses Schiff hier... Es ist noch gefährlicher, als es aussieht, wie du bald merken wirst. Bestätigt. Ich habe ein paar Freunde zur Hilfe gerufen. Koordinaten bestätigt. So, wir bringen unsere Jungs jetzt auch mal an den Start. Beeindruckend, was? Und überaus tödlich. Ja, vor allem, weil es tot ist, ist es überaus tödlich. Roger. So, und jetzt reparieren wir unsere Jungs erstmal. Waffensysteme bereit. Ziel bestätigt. So, bring die Jungs mal richtig zum Glühen. Glau vor mir. Im Gange. Oh, da ist noch ein Schiffchen. Ich würde mir das da unten so gerne holen. Verstanden. So, wie schaut es jetzt hier aus? Das haben sie richtig schön zerlegt, ey. Koordinaten bestätigt. Bereit für Einsatz. Sind unterwegs. Komm, hol. Komm, lock. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Im Gange. Wir stecken uns mal hinter unseren Verbündeten. Volle Kraft voraus. Ah, das zieht nicht so. Feuer frei. Okay, wieder Petrus. Die sind halt echt Mangel. Sie möchten mich über den Fortschritt informieren? Benutzen Sie die Wellenmine 5-mal, die ist halt so schlecht, ne? Roger. Aber das kriegen wir hin. Volle Kraft voraus. Sind unterwegs. Ziel bestätigt. So kann man halt schön diese Reparaturschiffe vom Rest trennen, ne? Dann haben die halt überhaupt keine Schlagkraft mehr. Selbstreparatur läuft. Kampfstationen. Bereit für Einsatz. Ah, Graphen ohne Ende. Liebe ich wie sonst was. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin um jedes Fitzelchen Graphen immer dankbar. Weil das brauchen wir halt in unseren Zentren auch überall. Aber gerade im Moment geht es um Petrus und die holen wir uns halt hier auch ganz, ganz enorm. So. Im Gange. Bisschen Gefechtsgeschichten. Roger. Wow, wo kommt ihr denn her? Verstärkung ist unterwegs. So, lass mal hier mal ein bisschen auffahren. Grünes Licht. Selbstreparatur läuft. Wir bräuchten so ein Reparaturboot, das wär's noch. Das fehlt mir noch ein bisschen. Roger. Oh, da sind ganz schön viele. Wir werden angegriffen. Koordinaten bestätigt. Schauen wir mal, ob wir da welche weglocken können. Ziel bestätigt. Schickt mal dem mal ein bisschen ein, den Freunden. Feuer frei. Okay, hat funktioniert. Im Gange. Jetzt holen wir uns die oberen. Alle zum Einsatz. Schön die mittlere angreifen. Die unteren, die könntest du lassen. Ziel bestätigt.
Jetzt kannst du den platt machen. Roger. Okay, immer schön mitnehmen. Das schlägt Wellen. Volle Kraft voraus. Okay, wir holen uns den Teil erstmal. Feuer frei. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Okay. So, Freunde, wieder ein Haufen Graphen. Ich liebe es. Ich liebe es einfach nur, aber wir brauchen alles. Auch hier. Bestätigt. Wir müssen mal die Missionen alle fertig bekommen. Raketensperrfeuer an den Handelsposten. Feuer frei. Echt jetzt? Da müssen wir schon ein bisschen sparen mit dem Raketensperrfeuer, habe ich so das Gefühl. Wir werden angegriffen. Bereit für Einsatz. Okay. Oh, der benutzt Schilde hier, der Schweinbär. Alle zum Einsatz. So, Reparaturdrohnen gestartet. Pumpen den mal hier ein bisschen auf. Da sind auch ganz viele eklige Feinde, ey. Koordinaten bestätigt. Grünes Licht. Oh, Petrus, Baby! Sind unterwegs. Petrus. Sie sind ein brillanter Stratege. Waffensysteme bereit. So, wir geben dem erstmal hier richtig schön rein. Energieschilde aktiv. Kampfstationen. Das schlägt Wellen. Okay, die helfen uns nicht. Grünes Licht. Haben wir eine Mission? Haben wir. Ja, okay. Sind unterwegs. Grünes Licht. Waffensysteme bereit. Okay. Ziel bestätigt. Und schon gehen die Lichter aus. Und drauf das Ding. Komm. Los, schieß. Waffensysteme bereit. Verstanden. Kampfstationen. Sie greifen an. Grünes Licht. Okay. Okay, wir müssen ein bisschen zurückziehen. Das wird gerade knapp. Sind unterwegs. Reparaturdrohnen. Yes, gestartet. Baby. Okay. Feuer frei. Immer schön drauflegen. Und wir brauchen mehr Treibstoff. Deswegen ist dieser Punkt hier gerade super wichtig für uns. Weil den Treibstoff können wir dringend brauchen. So. Kommen wir schon bis zu dem Handelsposten vor, weil dann können wir die Mission auch gleich fertig machen. Alle zum Einsatz. So. Verstanden. Oh. Hier ist mir ein bisschen zu viel Action, muss ich sagen. Im Gange. Grünes Licht. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Ziel bestätigt. Okay. Ich will ja nicht drängeln, aber... Ziel bestätigt. Selbstreparatur läuft. Okay, bringen die Jungs wieder auf Wallung hier. Roger. Passt mir jetzt eigentlich gar nicht, das Raketensperrfeuer herzugeben. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Katastrophenhilfe. Erfolgsliste aktualisiert. Wir werden beschossen. Alle zum Einsatz. Ja, wir bräuchten mehr von diesen... Ich meine, gut, dass wir jetzt hier Kampferfahrungen durch die Mission mitnehmen, ist natürlich eine feine Geschichte, ne? Muss man ganz klar so sagen. Also, das ist extrem hilfreich. Sind unterwegs. Grünes Licht. Oh, wie lieb. Mensch, Magnetit. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtube. Tschö. Grünes Licht.